Titan Esports. Wir gehen direkt in-game, denn die Knifefront geht los. Und es ist noch nichts passiert. Man sich nicht ganz einig, wo das Gemetzel denn hier stattfinden wird. Asmo hat schon zwei. Scream. Felix. Existence. Und die Runde geht an das Team Alternate. Damit die Knife Round und die Seitenwahl bei den Deutschen. Schauen wir mal, wie sie sich entscheiden. Switch. Also, Alternate hat sich hier entschieden, als CT zu starten auf dem Mirage. Und jetzt gilt es. Die zweite Map. Alternate muss diese Map jetzt hier gewinnen, um weiter im Spiel zu bleiben, um noch eine Chance zu haben. Titan hingegen reicht der Map-Sieg, oder würde der Map-Sieg reichen für den Sieg in diesem Match. Und wir sehen es, Titan baut sich auf und will wahrscheinlich den großen Spot direkt angreifen. Dort im Haus, Scream gegen Solek und Felix, die beide versucht haben zu pushen. Und hier beide aus dem Spiel, Crystal versucht sein Glück und sein Leben zu retten. Nicht mit Shocks, Smiths mit zwei Headshots. Schon ist die Runde vorbei. Das war heftig. Da ist der Goat direkt durchgegangen und kein Alternate-Spieler mit vier Chancen. Damit die erste Runde an das Team Titan Esports. Wir sind es Alternate. Baut relativ Standard auf. Und Smiths in der Mitte. Ohne großen Contact. Beide Teams sehr, sehr statisch. Fast wie ein Standbild. Da will hier keiner unnötig irgendwo reinlaufen. Titan hat natürlich die Ruhe erstmal weg. Und sagt sich, lassen wir sie doch zu uns kommen. Felix pusht mit einer netten Flash. Kann allerdings den Frag nicht machen. Dort von kurz. Asmo hat beendet, was Felix angefangen hat. Solek aus dem Switch. Asmo kommt auch nicht direkt zum Frag. Solek über den Döner. Schießt ihn low. Kann ihn aber nicht killen. Dafür Asmo wieder beendet. Asmo der Finisher. Dort auf der Map ist Smith schon durchgebrochen mit der Bombe zu B. Dass die Bombe dort legt. Dasmo hat kurz immerhin noch unter Kontrolle. Kann Shocks nicht wirklich rausnehmen, aber beide Low Smith und Shocks. Nur noch Scream mit viel AP. Und Solek ist natürlich eine denkbar schwierige Position hier. Solek versucht seine Pistole und die Rüstung zu saven. Die Runde ist auch weg. Durchaus eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Damit die zweite Runde an das Team Titan Esports. Noch eine Eco to go. Dort in der Mitte Smith wieder auf Abfangposi für den Döner. Und Shocks gewohnt wieder im Eck. Von vielen Nuki-Eck genannt. Jetzt kommt die Smoke in den Döner. Die natürlich Solek Gesicht nimmt. Auch Shocks zieht sich jetzt zurück.
Dort vorne im Haus ist Scream schon. Ziemlich close. Und die Bewegung soll Richtung A gehen. Scream nimmt dort Crystal raus. Scream mit seinen gewohnten Klicks gegen Solek. Dort in der Mitte versucht Rack, den Shox über den Haufen zu pushen. Jetzt sollte vielleicht nicht nochmal springen. Und nur noch Asmo gegen 5 verbleibende Titan-Spieler. Stimmt, mein Overlay spinnt. Sorry. Das habe ich vorhin eingestellt. Also lasst euch von dem Overlay nicht verwirren. Oben. Es führt natürlich Titan mit 1:0. Und das ist jetzt die zweite Map. Also nochmal kleiner Hinweis. Mein Overlay war vertauscht. Titan führt 1:0 nach Maps und 3:0 auf dieser Map. Vielen Dank für den Hinweis, Nubi. Chrissy durch den Minispalt. Aber dort wird ihm wahrscheinlich keiner reinlaufen. Es sei denn, Shox entscheidet sich, dort mal zu gucken. Auch das wieder anders im GoTV. Zählt dort schon in Spalt rein und nicht daneben. So. Die Smoke wird Shox natürlich ordentlich verzögern, der sich jetzt nicht unbedingt durchwagen möchte. Und Scream geht kurz durch Richtung Mini-Döner. Jetzt kommt der Golber kurz. Crystal. Mit der AWP vom Haus. Kann nur einen machen. Und Rack muss jetzt hier regeln. Komm schon. Ja. Wird von NBK geholt. Felix und Solek schon nachgeschoben. Scream mit dem Backstep in der Mitte gegen Asmo. Existence gegen Felix. Und Solek läuft hier in den Scream rein, der von hinten kam. 4:0. Für Titan Esports auf der zweiten Map und Alternate wieder mit der Echo. Shox. Starker Headshot gegen Rack. Der dort versucht hat, im Haus etwas offensiv zu pushen. Und eventuell einen Spieler auf dem falschen Fuß zu erwischen. Shox passt da ziemlich gut auf. Existence in der Mitte gegen Solek, der dort im Switch stand. Asmo steht hier unten auf Abruf. Mit der goldenen Diegel. Asmo, jawohl. Und dort kommt der Push. Auf dem Spot ist Crystal. Crystal schießt ihn low, schafft es aber nicht, den Frag zu machen. Asmo. Asmo mit dem zweiten Frag schon. Schafft es nicht, hier Existence rauszunehmen. Aber der hat ordentlich HP verloren. Nein, Existence nicht. Scream mit 2 HP glücklich überlebt. Aber keine nennenswerten Ergebnisse in dieser Echo. 5:0. Aber 5:0 kann schnell passieren. Erste Runde, vierte Runde. Und schon ist es 5:0. Wenn man die Echos nicht holt. Und Alternate versucht in der Mitte ein bisschen zu pushen und mal zu sondieren, wie da die Lage ist. Und Asmo sieht jetzt natürlich niemanden. Dort kommt Smith mit seiner AWP. Crystal gegen Scream aus dem Switch. Und Smith hat die Zeit genutzt, um rüber zu pushen. Solek. Und hier Existence in der Mitte.
Ist jetzt schon eine Switch drin. Wird von Kurz behakt, von Asmo. Der links nicht mal einen Hit setzen konnte. Solex durch Smoke gepusht. Schönes Ablenkungsmanöver. Crystal hält den B, den A-Gauer ab. Und jetzt Shox. Nur noch auf dem Spot. Verliert 99 HP und kriegt den Nade. Die Runde sieht sehr gut aus. Für Team Alternate. Und Smith mit seiner AWP relativ unbehelligt durchs B-Haus. Jetzt hat er Hits bekommen. Die Nate macht ihm den Chaos. Damit die erste Runde für das Team Alternate. 1:5 aus ihrer Sicht. Und jetzt gilt es anzugreifen und die Titans überhaupt nicht oder aus dem Spiel zu bringen und sie dann nicht wieder reinkommen zu lassen. Wir sehen es. Titan ein bisschen B-lastig. Existence hat eigentlich immer die Bombe, wie es aussieht. Und scheint auch so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Also seine Bewegung. Klar, er callt ja auch. Und nun, in welche Richtung soll es gehen? Dort in der Mitte ist Scream, der auch dort mal ein bisschen austestet, wo denn die deutschen Jungs stehen. Jetzt kommt die Smoke in den Döner. Crystal versucht sein Glück nochmal durch die Smoke. Verrät seine Position, ist allerdings nicht so tragisch. Scream ist in den Mini-Döner rein. Jetzt haben sie Kurz unter Kontrolle. Ah, schön, Asmo von der Bank, von der Bushalte. Asmo mit dem zweiten gegen Scream. Mach es, Asmo. Solek und Rack. Jetzt nur noch Existence am Leben. Existence schafft nochmal einen Frag durch die Wand. Hat jetzt hier den Bombplant angefaked. Existence. Kann Solek auch noch rausnehmen. Jetzt bloß nicht die Runde verdaddeln, Jungs. Fünf Sekunden, vier Sekunden, zwei, eins, eins. Team Alternate holt die zweite Runde. Nochmal viel zu knapp geworden. Viel knapper, als sie hätte sein müssen. Aber nichtsdestotrotz, Endergebnis dieser Runde, 2:5. Zweite Runde für Alternate und die Titans mit dem Argo. NBK hat dort noch ein bisschen geschossen. Und jetzt geht es darum. Felix und Solek, was können sie hier ausrichten gegen den Ansturm? Crystal versucht sein Glück durch die Smoke. Titan jetzt auf dem Spot. Felix hört das Bombenplanten. Nimmt den Spieler aus dem Spiel, aber Smith hat die Bombe bereits gelegt. Scream und Existence. Jeweils mit Frags. Und Crystal mit der AWP hier quer. Ah, kann den Frag nicht machen. Zweiter Versuch. Crystal, was ist denn los mit dir, Junge? So nicht, liebe Leute, so nicht. Sechste Runde für Titan. 6:2. Und Alternate natürlich nach der gewonnenen Runde jetzt wieder mit $1400 Income in der Eco. Damit der kleine Aufwind wieder ein bisschen abgeflaut. Dort im Haus steht ein MK, der wird jetzt gleich Gesellschaft bekommen. Starker Headshot von ihm gegen Felix. Felix nicht einen Hauch einer Chance, dort über diesen Spalt etwas zu tun. In der Action versucht Asmo gegen Shox. Und auch Solek verliert gegen Shox. NWK aus dem Haus. Und Rack nur noch gegen 5 verbleibende Titanspieler mit der Deagle. Schaut sich das Gerät nochmal an, ob alles stimmt.
um gleich den Headshot zu setzen. Maximum Rack-Modus aktiviert. Was macht er da? Was war das? Ach, Raki, was tust du? 7 zu 2. Der Spielstand auf dieser zweiten Map. Und Titan Esports jetzt wach und ohne Gnade. Alternate wieder mit der Eco. Hat es noch nicht gereicht? War das Geld einfach zu dünn? Scream von Kurz. Im Spot. Smiths macht ihm ein Ende. Und Crystal hat die Bombe dort auf Kurz noch im Blick. Zumindest. Ich weiß nicht, ob er sie gesehen hat. Scream. Absolut gnadenlos. Die Headshots von ihm. 8 zu 2. Ah, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo Alternate unter Umständen die Motivation ein bisschen verlassen könnte. Hoffen wir mal, dass sie noch die Köpfe hochhalten und alles geben. Crystal in der Mitte mit der AWP. Jetzt vielleicht das Duell gegen... Nein, dort ist Scream. Vielleicht das Duell gegen Scream gewinnen. Und dadurch wieder ein bisschen Aufwind bekommen. Ah, Crystal macht's nicht, aber Asmo. Dort im Haus. Rack mit einem guten Molly. NWK verbrennt dort. Asmo hilft ihm, so gut er kann. Und der B-Go erstmal aufgehalten. Asmo von Kurz. Asmo durch die Wand. Er hat auf jeden Fall den Falschen erwischt. Hat er auf Smith geschossen und trifft dort den Kollegen, der dahinter stand. Egal, Frag ist Frag, wir nehmen ihn. Wir beschweren uns nicht. Schöner Molotov von Rack und beschert damit die dritte Runde für das Team Alternate. Dennoch führt Titan nach wie vor mit großem Abstand 8 zu 3. Und wir sehen, Titan baut sich wieder Richtung A auf. Solek mit dem Molotov, der könnte gut aufhalten. Wird jetzt selbst gemollied und abgehalten. Asmo pusht ins Eck, kann keinen Frag machen. Und die Titan-Jungs ziehen hier durch. Felix, Crystal pusht einfach auf den Spot. Felix, wo ist er? Felix, Junge. Er hat die Bombe down gebracht. Wurde jetzt aus dem Switch angeguckt. Hat er nicht gesehen? Hat er ihn nicht gesehen? Ah, oh, NBK. Er hat ihn nicht gesehen. Spielt vielleicht kein Widescreen. So wie wir hier. 9 zu 3 die Runde. Hätte Felix und Crystal hätten die Runde fast nochmal gedreht. Dennoch, so knapp die Runden sind, am Endeffekt zählt nur der Rundenstand und der Endstand. Und Alternate mit der Echo. Schön von Asmo, oh, von Crystal besser gesagt, der dort aus dem Döner geschossen hat. Crystal kriegt dort einen miesen Nade ab. 80 Damage gemacht. Schön von Crystal. Dort die weggehende Smoke ausgenutzt. Und dort steht Smith im Mini-Döner. Drak ist schon durchgepusht. Bis zu Smith. Smith gegen Asmo. Und wir sehen es hier, NBK und Shox stehen vor dem A-Spot. Und die Nate sitzt gegen Felix. Und Solek noch im... hinten im Eck, im Kerrigan.
an der CD-Treppe. Und Rak hat zunächst dort rausgenommen. Gemeinsam haben sie ihn gepusht, sehr schön. Und jetzt wird die Bombe gelegt. Und NBK zieht sich direkt in die Action Zone zurück. Shocks gegen Solek. Hier ist nur noch Rak und Crystal. Crystal macht sich schon auf den Weg Richtung B-Haus. Und auch Rak ist weg. Damit die Runde an die Titans. Titan Esports. Hätte ich fast schon wieder gesagt. Und dennoch erfolgreiche Runde für Team Alternate, die sich hier, die hier drei Spieler aus dem Spiel nehmen konnten und zwei Waffen saven konnten. Und somit ein bisschen besser ihr Geldmanagement in die unter Kontrolle kriegen können, dadurch, dass sie die so teure AWP saven konnten. Obwohl Mirage doch vielleicht als T unter vielen Teams eher T-lastig ist, als T vielleicht ein bisschen leichter zu spielen ist, ist 10 zu 3 schon eine deutliche Ansage von den Franzosen. Küste ist dort sehr offensiv in der Mitte. Findet allerdings niemanden. Auch Asmo steht da sehr, sehr offensiv. Aber der langsame Spielstil oder das langsame Aufbauen von Titan. Hat man gesehen, wie langsam und kontrolliert Smith dort rumgezogen ist, jeden Winkel erneut abgezielt hat. Und dort pusht Rak durch die Smoke. Kann immerhin einen machen. Allerdings ist jetzt natürlich für Titan der Sprung gekommen. Die Zeit gekommen. Crystal wird hier ordentlich geflasht. Oh ja, krasser Schuss von NBK. Nochmal NBK. Und Solek. Ohne Chance die Runde zu holen. Damit der Spielstand dann 3 zu 11, sobald die Bombe hier hochgeht. Und das wiederum sieht deutlicher aus als auf das 2. Auf das 2 haben sich die Deutschen recht gut präsentiert, wie ich finde. Und jetzt, wir sehen es, obwohl Solek nochmal direkt einen Headshot setzen konnte, hatte er genau Zeit für einen einzigen Schuss, bevor Smith ihn gekillt hat. Da sind die Reaktionszeiten der Titan-Jungs sind so dermaßen niedrig. Und dazu kommt dann diese extreme Präzision. Diesmal Smith etwas schneller in der Mitte. Verliert gegen Crystal. Jawohl. Crystal gewinnt das AWP-Duell. Chox baut sie wieder im B-Haus auf. Guckt, dass er etwas schneller und aggressiver rangeht diesmal. Wird hier ordentlich geflasht von Rak. Doch der hat ihn, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, Chox nimmt ihn raus. Das war zu erwarten. Und Felix switcht auf Granate kurz um rumgehen. Bisschen ärgerlich. Crystal kann Shocks jetzt rausnehmen, aber die Bombe geht Richtung A. Und das ist zu spät. Crystal wird dort nicht mehr rechtzeitig hinkommen, um noch wirklich Schaden anzurichten. Allerdings den Bombenleger, hat den Bombenleger down. Ich nehme alles zurück. Er hat genau zur rechten Zeit den Weg gefunden. Felix von kurz, jawohl. Crystal, Felix. Damit holen sie wenigstens diese Runde noch. Schön gemacht. 4 zu 11. Und Crystal genau im richtigen Zeitpunkt gekommen, um den Bombenleger zu killen. Und stark gemacht von Felix. Ich habe es leider nicht gesehen, aber nice Shot kommt dort von NBK. Sprich, ich sag's immer wieder gerne, wenn von den Jungs ein nice Shot kommt, die sowas am laufenden Band machen, dann hat das was zu bedeuten. Und Alternate in dieser First Round. Eher Richtung B-Haus. Dort steht NBK unter dem Ausgang. Beziehungsweise oben drauf. Felix Rak. Felix gegen Chox. Und 3 zu 2 die Situation. Auf kurz sind Existence und Scream.
Existence gegen Asmo. Kriegt dort eine Menge Hits. Ständiger Aim-Punch. Und Felix macht Existence weg. Rack gegen Scream. Damit die erste Runde. Die First Round der zweiten Hälfte gegen Titan geholt. Spielstand 5:11. Jetzt zwei Echos holen. Damit schon mal bei 7:11 sein. Und dann geht die Aufholjagd vielleicht los. Existence mit zwei fucking Headshots. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Was ist denn das bitte? Das habe ich gar nicht realisiert. Also, in dem Moment, wo es passiert ist, Rack gegen Shox. Ach du heilige... Meine Güte. Was war denn da bitte los? Eskaliert hier völlig. Rack jetzt mit seinen Mates Richtung B-Spot unterwegs. Dort steht NBK auf dem Spot. Wird genadet. Crystal killt noch Existence im Vorbeilaufen. Trotz der extremen Deagle-Headshots von Existence, die absolut jenseits von Gut und Böse waren. Hier sieht es gut aus, dass Alternate die Runde holt. Smith von Asmo aus dem Spiel genommen und jetzt nur noch Scream, der im B-Haus nochmal versucht, vielleicht jemanden abzufangen. Sechs zu elf. Erste Anti-Eco erfolgreich überstanden für das Team Alternate und wieder, ja, ein weiteres Mal geht Titan Esports in die Eco-Runde. Existence versucht es nochmal. Wäre ja auch zu krass gewesen. Smith hat auch sich vom Switch mal gezeigt und mal nachgeschaut, ob da was geht. Und Alternate hat sich Mitte oben aufgebaut. Dort kommt NBK in den Mini-Döner. Extra einen Schalldämpfer abschrauben, damit es schön knallt gleich. Asmo hat dort abgezielt Richtung A. Auch sehr schön, gefällt mir gut, bei der Deckung hier sehr kompakt zu stehen. Man muss A eigentlich nicht weiter abdecken als von der T-Treppe. Und jetzt kommt der Go auf B. Rack vorneweg. Rack gegen Shox, nimmt ihn raus. Solek hat Existence geholt und Felix NBK damit diese Eco sehr, sehr vielversprechend. Scream nur noch gegen 5, das wird er wohl nicht mehr holen. Und mit wird er wohl nicht mehr, sage ich, wenn jemand es holt, dann Scream. Aber wollen wir mal hoffen, dass es jetzt hier keine extremen Scream-Aktionen gibt. Zack, Crystal zeigt, dass auch er ein extremes Aim-Monster sein kann. Und wir... sehen die erste Waffenrunde auf dieser Seite von Titan. Smith kriegt dort zwei Nades ab, verliert keine AP. Willkommen in CSGO. Und kurz geht es schnell durch. Da ist der B-Split. Scream und NBK machen hier den Spot dicht. Ach du Schande, das geht alles über einen Haufen hier. Solek wurde auch noch zusammengeschossen. Und Rack. Und damit verabschiedet sich der B-Split. Und scheitert ziemlich heftig an dieser... an dieser Wand, die da heißt NBK und Scream. Solek geht direkt schnell über den Weinkeller.
Und über ihm ist NBK. Solek im Sprung. Ging's Mist. Egal, wir nehmen ihn. Beschweren uns nicht. Und dort oben Haus bahnt sich etwas an. Shox gewinnt gegen Rack, der dort durch die Smoke sehen wollte. Und hier Solek schon ziemlich weit oben. Und auch Crystal hat sehr viel Winkel. Schön von Crystal. Schnelle Reaktion gegen Scream. Der hat da nicht mal geguckt, hat nicht mal reagiert. Existence hat keine Munition mehr. Verliert das Duell gegen Felix. Und jetzt 3 gegen 2. Und nur noch NBK, der dort an der Smoke steht. Kann Felix rausnehmen. Shox hat den CT-Base pushenden Solek direkt rausgepickt. Und jetzt nur noch Crystal gegen 2. Ah, verschießt. Hat hier natürlich extreme Probleme, die Bombe zu legen. Jawohl, gewinnt das Duell gegen NBK. Kriegt ihn hier raus. Und jetzt nur noch One-on-One. Crystal gegen Shox. Bombe ist gelegt. Zwingt Shox dazu, closer zu kommen. Crystal. Stark von ihm. Damit die 8. Runde. 8 zu 12. Crystal hält hier sein Team am Leben. Wir schauen, Sie sehen es in den Stats. 16 zu 12. Die Stats für ihn. Und Crystal möchte das Spiel hier nicht aufgeben, möchte hier nicht die Flinte ins Korn werfen. Da wird das Geschrei gerade groß sein bei den Jungs. Rack hat da nochmal Glück gehabt, dass er nur angeschossen wurde von der AWP, die Shox dort im Haus angezielt hat. Der bewegt sich jetzt Richtung Mitte. Und wir sehen es auf der Karte. Alternate baut Richtung A auf. Und Titan immer noch ziemlich mittellastig orientiert. Jetzt Existence und Smith, die ab und zu mal einen Blick werfen. Und Alternate bewegt sich wieder zurück. 55 Sekunden noch auf der Uhr. Die schleichen hier in einer Reihe Richtung B-Haus. Wollen sie jetzt den kompletten Weg Richtung B-Haus durchschleichen? Haben wahrscheinlich vermutet, dass dort in der Mitte noch jemand ist, der sie vielleicht hören könnte. Und jetzt kommt der B-Go. Der allerdings natürlich mit relativ viel Vorwarnzeit kommt. NBK steht dort ziemlich close. Kann allerdings nur einen Frag machen. Wird von Felix dann direkt gepickt. Chris steht noch oben am Haus. Schauen wir mal, ob der Junge hier sein Team weiter carried. Zwei... kann einen rausnehmen und jetzt nur noch Asmo gegen drei verbleibende Titan-Spieler. Fällt von Scream 13 zu 8. Und Titan Esports zwingt hier Team Alternate in eine weitere Eco-Runde. Damit muss sich Alternate jetzt mit einer wahrscheinlich weiteren Runde abfinden, die an Titan geht. Und dann ist es nur noch eine Runde vom Draw entfernt. Die Frage, ob er die Smoke hat hitten hören oder nicht. Flash meine ich natürlich. Rack gegen MBK. Rack mit der M4, die er gerade gepickt hat. Komm schon, mach ihn. Hat Schwierigkeiten, den Frag zu setzen. Und wenn man einem Smith die Gelegenheit gibt, abzudrücken, dann nimmt er die dankend an. ...14 zu 8. Smith in der Mitte. Mit der AWP. Alternate baut relativ schnell mittig splittend auf. Solek schnell über den Weinkeller. Entscheidet sich hier vielleicht ein bisschen Tempo reinzubringen. Schneller Push von Solek.
die Runde natürlich äußerst Force-Buy-mäßig unterwegs. Solek steht schon im Döner. Und Asmo zielt auch schon über den Mini-Döner. Und Titan hat sich jetzt diesmal ganz anders aufgestellt. Haben sich drei Mann Richtung B orientiert. Smiths vom Spot. Rack hatte die Möglichkeit, hier nochmal jemanden rauszunehmen auf dem A-Spot. Und dort kommt der Push. Solek ist von hinten dran und versucht die Küche aufzuhalten, um seinen Mates dort Zeit zu verschaffen. NBK nimmt ihn raus. Und Rack mit dem schönen Headshot gegen Scream. Was ist hier los? Oh, leck. Und Crystal steht im Jungle. Wurde jetzt natürlich gespottet. Rack, ordentlich im Bedrängnis. Schafft es nicht. Crystal auch von NBK rausgenommen. Damit 15 zu 8. Titan sichert sich hier zumindest das Draw schon mal auf dieser Map. Oder sagen wir mal die Overtime gesichert. Und Alternate jetzt mit dem Ball. Ein letztes Aufbäumen. Smith. Smith ist hier durchgepusht Richtung Weinkeller, hat dort Solek aus dem Spiel genommen. Und das ist natürlich äußerst ärgerlich. Und ein harter Dämpfer vielleicht für die Motivation von Alternate, direkt einen Mann zu verlieren. Dort kommen die Banks von Shocks. Auch die ohne Hits. Dort in der Action Zone wurde Asmo gepusht, der backstaben sollte. Und jetzt kommt der Go auf B. Und dort steht eigentlich nur Shocks, der ein bisschen Backup von Kurz bekommt. Shocks gegen Rack. Felix. Crystal gegen Kurz. Crystal kann MBK rausnehmen. Stark von Crystal. Der sich hier nochmal wegkommt, aber läuft in Smiths Pistole rein. Und Felix versucht sich über die Küche Richtung A zu bewegen. Es wird von Smith abgezielt. 16 zu 8 der Spielstand. Und damit gewinnt Titan Esports 2 zu 0 gegen die Jungs von Team Alternate. Der Endstand 2 zu 0.